Nur kurze Vorstellung, die Konrad Group, 95 Jahre alt, relativ innovativ, schon seit Anfang an gewesen, typischer Mittelstand. Innovativ bedeutet, erste E-Commerce-Plattform schon vor 20 Jahren gelauncht. Innovativ bedeutet, unsere Werner-Robots fahren in die Filialen seit 7 Jahren. Ich meine, es gibt jetzt einige Retailer, die das jetzt als entdeckt haben. Und innovativ aber bedeutet auch starke Umstellung von B2C auf B2B-Geschäft die letzten 15 Jahre. Mittlerweile die Hälfte von unserem Umsatz macht B2B-Geschäft. Und zwar für verschiedene Kundengruppen. Im Grunde alle die, welche technische Produkte brauchen, entweder bei dem Anfang von dem Product Lifecycle, Schulen, Makers, Education, Research and Development und so weiter. Oder am Ende von dem Product Lifecycle, so Maintenance, Repair, Operation, Handwerker und alle anderen Kunden, die etwas mit technischen Produkten einfach machen. Und wir haben das irgendwo geschafft, die letzten 95 Jahre bis 750.000 Produkten zu kommen. Versand, Katalog, online, ein paar Filialen, aber glücklicherweise nicht so viele, und dann alle möglichen Fulfillment-Methoden, Click and Collect, Reserve and Collect und so weiter. Also einfach voll Omnichannel, hat aber nicht gereicht, leider Gottes, ja. Und irgendwo vor 2-3 Jahren haben wir gesagt, okay, die guten und super Zeiten sind definitiv hinter uns. Wir können jetzt nicht weiter wachsen, 1 Million Produkte und so weiter, so wie wir das bis jetzt gemacht haben, sondern wir müssen uns stark transformieren, stark ändern. Und die Frage war, was machen wir? Und haben wir dazu so ein bisschen McKinsey-Modell genutzt, der sagt, jede erfolgreiche Unternehmen braucht innovieren auf 3 Ebenen. Die erste ist einfach etwas ändern in der Core-Geschäftsmodell. Das zweite ist irgendwo enhanced Modell und das dritte ist komplett disrupted Modell. Und als typisch Unternehmen, also Familienbusiness haben wir uns entschieden, wir werden keine Standard deutsche Einsatz haben. Das bedeutet Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, lange Strategie und so weiter. Sondern wir machen einfach und zwar machen alle 3 Transformationen auf einmal. Ja. Und welche sind das? Die erste ist, von Kundensicht zu sagen, was sagen uns die B2B-Kunden, sagen, ich will One-Stop-Shopping. Ich will alle Produkte, die ich brauche, nicht mehr von 50 verschiedenen Lieferanten, speziell bei den C-Teile-Produkten, sondern ich will alles von einer Plattform haben. Ja? Und das erspart mir Zeit, das macht effektiv meine Arbeit und das macht auch, sage ich, viel Schnelligkeit bringt das in unsere Prozesse. Haben wir uns entschieden, machen wir einen Marktplatz. Das war das erste Schritt. Das zweite zu sagen, okay, ich will dazu Services. Als B2B, wir sehr oft komplette Lösungen kaufen. So wie können wir, haben wir uns überlegt, wie können wir noch Services bieten, die wir nicht nur selber machen, sondern die wir auch mit unseren Partnern anbieten. Und das dritte war, und das war das Disruptive, zu sagen, okay, der Kunde sagt uns, ich will die Produkte überhaupt nicht kaufen, sondern in viele Kategorien geht's zu Thema Connectivity, gibt's komplett andere Möglichkeiten. Ich will Pay-Per-Use haben. Ich will komplette Lösungen haben, wo ich nicht die Produkte zahle, sondern die Services, die auf die Produkte gebaut sind. Oder die IoT-Technologien, die bringen uns viel Möglichkeiten mit die Daten. Das bedeutet, ich will komplett andere Geschäfte machen mit euch, als bis jetzt gemacht haben. Das war natürlich ein großer Schock für die gesamte Organisation, ja. Weil der Einkauf sagt sie, wow, was mache ich jetzt, ja. Wenn wir einen Marktplatz machen und gibt's dann hunderte verschiedene Seller, die Produkte anbieten, was ist mein Job als Einkäufer, ja? Was ist mein Job als Logistiker, wenn wir fremde Sellers über deren Logistik die Produkte verschicken? Bei den Services, weil ein großes Thema, wie garantieren wir die Qualität?
meine, unsere Kunden waren immer gewohnt von Konrad bestimmte Qualität und bestimmte, sage ich, Vertrauen in die Marke gehabt haben. Wenn da jetzt jemand anderes auftaucht, das nicht unser Mitarbeiter ist, wie sicherstellen wir, dass der gut ist, dass der das nicht unsere Marke kaputt macht? Customer Care, die waren komplett fertig, die haben tagelang nicht geschlafen. Ja, so. Ja. Und bei dem IoT war das noch dramatischer, weil der Andreas damals, als er mit dieser Thema IoT-Plattform gekommen ist, die haben ihn gehasst, ja. Wenn der sagte, dem Firma, die 95 Jahre nichts anderes macht als verkauft Produkten und Verkauf, sagt, in Zukunft gibt's keine Margen auf Produkten. Mein Gott, das war eine volle Revolution, ja. Der musste durch Nebeneingänge kommen, ja. Die Leute haben geschrien auf in Meetings oder Wahnsinniges, bis wir ihm, und sein Team mussten wir so schützen, dass wir die umgezogen haben nach Berlin. Ja. So weit, wenn man wirklich eigene Business disrupt, nicht immer geht das in die Zentrale. Die, wie gesagt, wo endet sie nicht viele, viele Jahre. So, haben wir gestartet, wie vorher bei MyTaxi, einfach machen. Marktplatz haben wir innerhalb 9 Monaten gelauncht. Ich kenne nicht viele Marktplätze, die Firmen, die das geschafft haben, unter ein Jahr. Haben wir geschafft. Wie gesagt, es gibt noch viele Bedanken und viele Diskussionen, aber wächst fantastisch. Mittlerweile über 2 Millionen Produkten. Die weitere 2 Millionen kommen in die nächsten Monaten. Ziel ist 10 Millionen Produkten Ende nächstes Jahr. Und auch nicht nur die Produkten, sondern die ermöglichen dem Lieferanten oder dem Produzenten einen direkten Kontakt zu unseren Kunden zu haben. Das, was vorher war auch von Wurt präsentiert, die Kunden brauchen mehr Know-how, die brauchen schneller die Know-how bekommen. Das bedeutet, wir wollen komplett enden unsere Distributionsrolle und sich eher verstecken und lassen die Lieferanten und lassen die Produzenten mit dem direkten Kontakt an die Kunden zu gehen. Haben wir auch die erste Plattform gelauncht für Services, Crowdsourcing-Plattform, gestartet mit B2C, mittlerweile von 5 Stars, 4,8 Stars durchschnittliche Bewertung. Das bedeutet, nicht viele haben sich beschwert. Ja. Bis jetzt, Customer Care kann wieder schlafen, ja. Hat aber auch eine brutale Konsequenz, muss man auch fairerweise sagen. Wir haben letztes Jahr alle unsere Servicetechniker gekündigt, ja. Auch wenn wir das nicht wollten. Aber das war leider so unprofitabel für uns, das selber zu machen, dass wir komplett auf diese Plattform umgestiegen sind und bieten wir das Service nur durch die Plattform. Wie gesagt, es gibt auch Entscheidungen, die nicht für bestimmte Abteilung positiv sind, aber eine Transformation ist ein hartes Thema, die nicht nur positiv ist und da singen wir nicht nur die begeisterte Lieder. Ja, so. Und haben wir gelauncht vor circa 2 Jahren, und da jetzt der Andreas kommt, unsere IoT-Plattform. Der Andreas würde sagen, ein bisschen mehr Details dazu. Auch bei einem Anfang haben wir ein leichtes Problem. Das Team, der hat das gebaut, hat das auf die Amazon Cloud gelauncht, ja. Politisch unkorrekt, ja. Haben wir dann auf die Google Cloud umgezogen. Das ist schon besser, ja. Und seitdem läuft das sehr gut. Und was wir geschafft haben und wo wollen wir weitergehen, werde ich Andreas zeigen. Und wie passt Konrad Connect in die Plattformstrategie von Konrad? Ganz einfach gesprochen, bauen wir Brücken zwischen verschiedenen Systemen, zwischen verschiedenen Hardware-Systemen und verknüpfen diese Hardware-Systeme mit Services. Dadurch ist in den letzten 2 Jahren bereits ein sehr, sehr großes Ökosystem entstanden, zu dem eine ganze Menge bekannter Marken zählen. Das Ziel von Konrad Connect war aber von Anfang an nicht allein, Konrad zu unterstützen in seinen Bestrebungen, vom Hardware-Retailer zum Solution-Provider zu kommen, sondern eine offene Plattform zu bauen, die für alle beteiligten Hardwarehersteller, Service Provider, Industriekunden und natürlich sowohl B2B als auch B2C-Anwendern offen steht. Wir haben vor 2 Jahren gestartet und haben, wie ich glaube, eine ganz gute Entwicklung hingelegt. Wir haben aktuell über 300.000 Kunden auf unserer Plattform, fast 500.000 verknüpfte Geräte,
16.000 Projekte. Projekte sind Automatisierungsregeln, die dort abgebildet sind. Mittlerweile über 80 Brands. Das ist schon mal nicht ganz korrekt hier. Und wir wachsen sehr schnell. Ich glaube, das ist das Interessanteste dabei. Wir haben zwischen 600 und 800 neuen Kunden pro Tag aktuell. Die sind nicht alle aktiv. Das ist natürlich häufig noch so, dass man Kunden generiert, die sich auf die Plattform einloggen und dann irgendwie nicht so ganz wissen, wo sie weitermachen wollen. Auch nicht ungewöhnlich für eine Technologie und für ein Thema, das noch so frisch ist und noch so am Anfang steht. Conrad Connect ist eine Full-Service-Plattform. Das heißt, sie ist sehr, sehr einfach zu benutzen, sowohl für B2B als auch für B2C. Sie haben einen Bereich Connectivity, wo Sie einmalig ein Hardware-System verknüpfen. Das läuft über das OAuth2-Verfahren. Das heißt, Sie müssen nur ein einziges Mal ein System verknüpfen. Dann können Sie es auch mit anderen Services, Applikationen verknüpfen. Sie haben alle möglichen Visualisierungsmaßnahmen. Sie können eigene Dashboards bauen, eigene Widgets anlegen, die konfigurieren, und Sie haben die Möglichkeit zu automatisieren. Wie gesagt, das nennt sich bei uns Projekte anlegen. Und hier bei den Projekten wird auch deutlich, was unsere Philosophie ist. Uns geht es nicht darum, Lösungen anzubieten bei Conrad Connect, sondern wir wollen die Tools zur Verfügung stellen, damit andere Lösungen bauen können. Und das funktioniert so, dass Conrad Connect auf der Community und auf dem Sharing-Approach basiert. Das heißt, unsere Kunden veröffentlichen Projekte. Wir haben bereits 2.800 oder 3.000 öffentliche Projekte aus allen möglichen Bereichen. Wir bieten die Möglichkeit, alles zu teilen. Sie können ein physikalisches Device teilen mit jemand anderes. Sie können ein Widget teilen, ein Live-Widget, ja, mit Live-Daten. Es ist kein Screenshot. Sie können ein ganzes Dashboard teilen, und Sie können natürlich dann auch Ihre Projekte teilen. Für wen ist die Lösung gebaut? Die Lösung richtet sich sowohl an B2C als auch an B2B-Kunden, und unter dem Stichwort Conrad Connect Business Solution bieten wir auch Möglichkeiten an, Conrad Connect als einen Service zu benutzen, in ihrer eigenen Applikation beispielsweise, oder Conrad Connect als eine Branded Version einzusetzen. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wie kommt ein Retailer auf die Idee, eine Plattform zu bauen, eine IoT-Plattform zu bauen? Dafür gibt es eine ganze Menge Gründe. Einer der Gründe, die ich hier mal darstellen möchte, ist, dass, wie Alex vorher schon gesagt hat, es immer wichtiger ist, nicht Hardware zu verkaufen, sondern Lösungen anzubieten. Wenn der Kunde heute zu uns kommt, zu Conrad Elektronik, und hat ein Sicherheitsbedürfnis, dann ist er unter Umständen nicht damit zufrieden, dass wir ihm ein Hardware-Paket in die Hand drücken. Das ist zwar gut für Conrad, aber bildet nicht das ab, was der Kunde haben möchte. Ich gebe Ihnen mal ein paar konkrete Beispiele, wie sowas auf unserer Plattform aussehen kann. Am Beispiel eines Rauchmelders: Wir haben unterschiedlichste Systeme, die Rauchmelder, smarte, also IoT-Rauchmelder beinhalten, von Nest, von Homematic, von Innogy. Sie verknüpfen diese Geräte mit der Plattform Conrad Connect, und das allererste, was Sie machen können, und dafür zahlt der Kunde auch nichts, das ist free of charge, er kann diesen Rauchmelder im Falle eines Alarms mit anderen Produkten automatisieren. Das heißt, wenn der Alarm angeht in der Nacht, ja, dafür sind ja Rauchmelder hauptsächlich gedacht, dann wird sofort erstmal das Licht im ganzen Haus angemacht. Der Sonos-Lautsprecher spricht zu den Leuten. Und wer jemals nachts von 85 Dezibel Signal eines Rauchmelders aus dem Schlaf gerissen wurde, der weiß, wie schnell man dort in Panik geraten kann, insbesondere ältere Menschen und Kinder. Sie können die Fluchtwege entriegeln, Sie können dafür sorgen, dass sie die Hausausgangstür entriegelt ist und somit der Flugweg offen ist. Das hilft, Leben zu retten. Das ist Convenience. Wenn Sie jetzt aber nicht zu Hause sind, dann ist zwar Ihr Leben nicht in Gefahr, aber Ihr Hab und Gut ist in Gefahr. Das heißt, Sie möchten auch dann informiert werden, wenn zu Hause was passiert, weil zwischen einer Rauchentwicklung und einem Brandschaden noch eine ganze Menge Zeit zum Reagieren ist. Dann gehen Sie auf unseren Service-Marktplatz und buchen. Service Marktplatz können Sie sich vorstellen wie ein App Store. Sie buchen dann eine Alarmleitzentrale dazu, zum Beispiel von der Versicherungskammer Bayern. Monatlich haben Sie kein Subscription, keine 24 Monatsverträge. Sie können das flexibel buchen und flexibel kündigen. Und schon haben Sie eine sehr professionelle Lösung, wie sie im B2B eingesetzt wird. Zweites Beispiel, um Ihnen zu verdeutlichen, wie Conrad Connect funktioniert und wie es eingesetzt werden kann, ist das, was wir Smart Ordering Service nennen. Sie alle kennen den Amazon Dash Button. Das ist eine einfache Form des Smart Ordering Service, aber die
die ganzen Voraussagen und Researches sagen, dass wir schon in 2 bis 3 Jahren 30 bis 40% der Verbrauchsartikel automatisiert bestellen werden. Ja, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Geräte selbst sagen werden, ich brauche Kaffee, ich brauche Batterien, ich brauche Spülmittel. Diese Signale benutzen wir, werden uns von den Geräten geliefert und wir setzen sie dann auch wieder über unseren Marktplatz in eine Bestellung um. Das Ganze kann natürlich auch mit manuellen Triggern erfolgen. Da müssen Sie nicht einen Button nehmen. Sie können einen Button nehmen. Sie können auch Amazon Echo benutzen, um bei Konrad zu bestellen oder bei irgendeinem anderen Store bestellen. Sie können eine Handbewegung nehmen. Sie können jedes andere Signal nehmen. Interessant dazu vielleicht auch zu erwähnen, dass das Ganze nicht als Bestellservice funktionieren muss nach außen hin. Das wird auch von B2B-Kunden bereits intern benutzt. Wenn zum Beispiel die Druckerstation oder die Kopierstation meldet, dass es einen Fehler gibt, dann wird automatisch über unsere Plattform ein Jira-Ticket ausgelöst und 5 Minuten später kommt jemand vor Ort und kümmert sich um das Problem. Hier habe ich Ihnen nochmal ein paar Lösungen dargestellt, die Sie kennen, einfach um nochmal den Unterschied der klassischen Herangehensweise mit einer Plattformökonomie zu vergleichen. Diese Lösung, die Sie hier sehen, aus unterschiedlichen Bereichen, das sind alles Partner, die mit uns zusammenarbeiten, die stellen das klassische 1-zu-1-Verhältnis dar. Sie haben eine Hardware und zu der Hardware gehört eine Applikation. Ja, das ist eine klassische 1-zu-1-Beziehung. Das hat bestimmte Vorteile und das hat auch bestimmte Nachteile. Der Nachteil besteht darin, dass sich der Hardwarehersteller unter Umständen um die Applikation kümmern muss oder er arbeitet mit externen Service-Providern zusammen. Das heißt, er hat verschiedene Ansprechpartner für seinen Kunden. Wenn Sie das Ganze jetzt auf unsere Plattform umsetzen, dann sieht das so aus, dass der Hardwarehersteller nichts anderes tun muss, als seine Hardware mit unserer Plattform zu verknüpfen. Und auf der anderen Seite werden die Services mit unserer Plattform verknüpft. Das heißt, wir gehen von einer 1-zu-1-Beziehung in eine End-zu-End-Beziehung. Das hat eine ganze Menge Vorteile, weil dann die Hardware mit unterschiedlichen Services genutzt werden kann und die Services mit unterschiedlicher Hardware genutzt werden können. Das heißt, Sie splitten die Geschäftsmodelle, nutzen alle Möglichkeiten, die die Plattform schon bietet, ja, also Sie müssen nichts wiederholen, nichts replizieren, was es schon gibt. Das ist ein ganz großes Problem unserer heutigen Gesellschaft, dass immer wieder die gleichen Dinge wiederholt werden. Jeder entwickelt das gleiche Feature, jeder entwickelt das gleiche Modell für Predictive Maintenance. Das wird in Zukunft aus unserer Sicht so nicht mehr funktionieren können. Vom Hardware-Anbieter zum Solution-Provider, das heißt, viele von Ihnen werden Konrad in der Vergangenheit hauptsächlich durch das Sortiment als Retailer wahrgenommen haben. Wie Ihnen Ali schon dargestellt hat, ist das schon lange nicht mehr der Fall. Konrad bietet Beratung, bietet Installation, bietet alle möglichen Services an. Und Konrad Connect komplettiert dieses Portfolio, indem wir Hardware miteinander verknüpfen, Services verknüpfen, analysieren, automatisieren und visualisieren und gemeinsam stellt das den Lösungsansatz von Konrad in der Zukunft dar. Und wir haben damit einen kompletten Change in die letzten 2, 3 Jahre von dem Mindset von unseren Mitarbeitern geschaffen. Es ist noch nicht alles ideal, ja, aber wir sind schon viel weiter, als wir vor 2, 3 Jahren waren. Weil früher haben wir alles selber gemacht. Früher haben wir gesagt, wir kaufen die Produkte und verkaufen. Wir aufbauen die Services und verkaufen wir. Wir machen dann Fulfillment, wir machen dann IoT-Plattform und auch da wollen wir selber die Services machen und selber die Anbindungen und so weiter und so weiter. Waren wir in ein typische, sage ich, stolze, mittelgroße Unternehmen, der sagt, wir haben jahrelang gut gewachsen und wir schaffen das alle mit unseren eigenen Kräften. Und jetzt sind wir komplett in andere Position. Jetzt bieten wir und suchen wir Partners und bieten wir unsere Services und Kooperationsmöglichkeiten mit diesen Partners so, dass wir, jeder kann sich auf eigene Stärke konzentriert und damit als Plattform wachsen wir viel schneller. Damit als Plattform bieten wir unseren Kunden viel bessere Lösungen und das ist, was ich meine, kundencentrik Transformation. Weil auf einmal kommen wir weg von den Silos und sind wir in der Lage, eine komplette Lösungen mit vielen möglichen Möglichkeiten dem Kunden anzubieten. Ja? Und das ist unsere, sage ich, Weg nach vorne. Das bedeutet eine harte Transformation
harte Mind Change, auch gewisse Änderungen in die Organisationsstrukturen. Aber wie gesagt, wir sind da irgendwo schon hinter der Mitte und wir glauben schon stark, dass wir die nächsten 2-3 Jahre das sage ich schaffen, dass wir von einem klassischen Retailer, dann Retailer und Distributor auf einen moderne deutsche Plattform, auch wenn ich nicht deutsch bin, deutsche Plattform kommen, die nicht nur in Deutschland tätig ist, sondern in die gesamte Europa. So, das ist unser Ziel. Ja, auch an Sie ganz herzlichen Dank. Bevor ich mal in Fragen einsteige, noch ein kurzer Hinweis. Es wäre toll, wenn Sie auch bewerten würden, wenn Sie auf der Agenda sind in der App und dann auf den Vortrag gehen, finden Sie hinter der Sprechblase die Möglichkeit zu bewerten. Sie klicken also auf die Sprechblase und ich vergebe jetzt hier mal 5 Punkte und sende das mal ab. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Genau, und jetzt vielleicht noch kurz in die Fragesession wieder rein. Was war denn Ihre Lieblingsbeschimpfung, die Sie so anhören durften in der Phase, als Sie diese frohe Botschaft verkündeten, dass die Handelsmarge gen Null sich bewegen wird in rasender Geschwindigkeit? Ja, also ganz so schlimm war das nicht. Ich komme ja selbst auch mit einer langen Erfahrung im Versandhandel und habe, bevor wir Conrad Connect erdacht und gegründet haben, war mein Schwerpunkt immer Hardware-Innovationsmanagement. Ja, so ich selbst habe gelernt, dass die Hardware immer mehr zur Enabler-Technology wird. Sie ist wichtig, klar, aber für den Handel bedeutet es, dass sich die Wertschöpfung immer weiter verlagern wird von der Hardware in die Solutions und dass solche Probleme oder solche Herausforderungen eigentlich nur über solche Plattformökonomien abgebildet werden können. Okay. Ich hätte noch mal eine Frage auch an Sie. Sie haben gesagt, Sie glauben, Sie sind so vielleicht so über 50% im Wandel. Wie ist das ein Gefühl oder messen Sie das irgendwie? Ich glaube, so wir messen das in dem Sinne, wie wachsen unsere neue Geschäftsideen, neue Geschäftsmodelle. Und das bedeutet nicht, dass die 50% von unserer Income schon kommt durch diese neue Geschäftsmodelle. Aber sage ich, wenn wir messen die Wachstumrates und so weiter, dann sehen wir, dass das schon einen guter Teil ist. Das nicht mehr Startup-mäßig, sondern ein gut oder Idee auf Folien, sondern ein guter Teil von unserem Geschäft macht. Ja, Ihre Fragen. Ja. Ist die Conrad Connect ein Enabler für den Marketplace der Conrad oder ist es ein eigenständiges Geschäftsmodell mit einem profitablen Erlös? Das ist ein eigenständiges Businessmodell, ja. Natürlich werden wir mehr und mehr verschiedene Vernetzungen bauen, aber Vernetzungen auch zum anderen. Wie Andreas sagt, zum Beispiel diese automatische Ordering, ja, das muss nicht nur bei uns auflösen, die Orders, sondern die kann bei anderen Plattformen oder bei anderen Shops auch die Orders auflösen. Gut, wir sind ein Startup und wir sind noch nicht in der profitablen Phase. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Wie wollen wir Geld verdienen? Zum einen über den Service Marketplace. Ja, es gibt verschiedene Revenue Models. Das eine ist der Service Marketplace, wie ich schon sagte, der funktioniert wie ein App Store. Das heißt, wenn Third Parties, wenn andere Firmen dort ihre Services kostenpflichtig anbieten, dann bekommen wir davon Revenue Share. Es wird in diesem Jahr noch eine B2B-Version von Conrad Connect geben, also Conrad Connect Professional, die dann nicht kostenfrei sein wird, komplett wie das Freemium-Modell aktuell. Und dann haben wir, wie ich schon sagte, im Bereich der Conrad Business Solutions gibt es verschiedene Modelle. Es gibt jetzt schon Firmen, die Conrad Connect als Funktion, als die Microservices von Conrad Connect im Hintergrund einsetzen, um dort nicht Dinge nachbauen zu müssen, die sie benötigen. Ja. Dann sage ich nochmal vielen Dank für diesen tollen Vortrag und die Inspiration, mal zu schauen, wie man vom Händler sich zu irgendwas Neuem entwickelt. Genau. Mal gucken, wo der Weg hinführt. Genau. Dankeschön. Und auch Sie bekommen natürlich. Applaus